Hey Leute, willkommen zurück zu Undertale. Eine Notiz von Alphys. Lesen? Es ist schwer zu lesen wegen der Handschrift, aber du versuchst dein Bestes. Hey, danke für deine Hilfe dort. Eure Unterstützung hat mir viel bedeutet. Aber es ist schwierig, das zu sagen, aber. Aber ihr allein könnt meine Probleme nicht einfach auf magische Weise verschwinden lassen. Ich möchte eine bessere Person sein. Ich möchte keine Angst mehr haben. Und deshalb muss ich meine eigenen Fehler konfrontieren. Ich werde anfangen, das zu tun. Ich möchte mich klar ausdrücken. Das ist nur mein Problem, nicht euers. Aber wenn ihr nie wieder von mir hört, möchte ich, dass ihr die Wahrheit kennt. Betritt die Notiz no von nördlich von dieser Notiz. Ihr verdient es zumindest zu wissen, was ich getan habe. Das ist alles, was sie geschrieben hat. Genau, weil diese Tür, da konnten wir auch nie rein. Jetzt allerdings schon. Was werden wir hier unten nur finden? Achtung, Achtung! Der Fahrstuhl verliert Kraft. M-Temper Stability. Okay. Nummer 1. Das ist es. Zeit, das zu tun, um das der König mich gebeten hat. Ich werde die Power erschaffen, um alle zu befreien. Ich werde die Kraft der Seele freilassen. Die Barriere wird von der Seelenkraft versperrt. Leider kann diese Kraft nicht wiederhergestellt werden. Seelenkraft kann nur von dem genommen werden, was einst gelebt hatte. Also um mehr zu kreieren, müssen wir das benutzen, was wir haben. Die Seelen der Monster. Oh. Aber eine Seele von einem lebenden Monster zu nehmen, würde unglaubliche Kraft erfordern. Wenn wir das tun würden, würde das direkt die Seele zerstören. Und anders als die starke Seele eines Menschen, in die Seele der meisten Monster verschwinden die Seelen der meisten Monster nach dem Tod. Wenn ich nur es schaffen würde, dass die Seele eines Monsters da bleibt. Oh Gott, das hat sie versucht, oder? Ich hab's geschafft. Ich hatte die Blueprints genommen. Durch die Blueprints habe ich eine menschliche Seele daraus gewonnen. Ich glaube, das ist, was den Seelen Stärke gibt nach dem Tod. Der Wille zu leben. Lass es uns Kraft nennen. Lass uns diese Kraft Entschlossenheit nennen. Oh ho ho ho. Oh, Alphys. Das wahre Labor. Okay. Ach, hier kann man Chips kaufen. Ja gut, ich habe ja noch Heil-Items. Hier ist eine Notiz auf dem Boden. Du kannst es nicht lesen. Fahrstuhl ver Kraft verloren. Betritt die mittige Tür. Das ist alles, was du lesen konntest. Also gut, wenn der Fahrstuhl wahrscheinlich die Kraft verliert, soll man in diese Tür rein, aber da können wir nicht rein. Powerraum, okay. Nummer 6. Ezko hat alle außerhalb der Stadt nach Monstern gefragt, die runtergefallen sind.
Ihre Leiche kam heute. Bald werden sie in Staub verwandelt. Aber was passiert, wenn ich Entschlossenheit in sie in ich ziehe? Dann ist vielleicht die Freiheit näher als wir dachten. Nummer 9. Die Dinge laufen ziemlich gut. Keine der Leichen hat sich in Staub verwandelt. Also kann ich die Seele nicht bekommen. Ich habe den Familien gesagt, dass ich den Staub ihnen zurückgeben würde. Die Leute fragen sich jetzt. Fragen mich, was überhaupt passiert. Was ich tue. Oder was tue ich nur? Es ist eine Operation. Okay. Turn on the sink. You turn on the sink. Ih, was ist das denn? A, B, Cell, I. Du hast dein Telefon rausgeholt, du kannst Stimmen dadurch hören. Komm, tritt dem Spaß bei. I, was ist das denn? Oh Gott. Okay. Oh, roter Schlüssel. Das ist genommen. Ah, wartet mal. Braucht man das gleich für die Tür? Boah, was ist das denn? Okay, das sind das irgendwelche Experimente? Sind das die Experimente von Alphys? Von den Leichen der Monster vielleicht? Das könnte nämlich gut sein. Müssen wir das hier einsetzen? Ich glaube nicht, okay. Gut. Hier kommen wir gar nicht lang, okay. Das Einzige, was ich gerade gemacht habe bei den Gegnern, ist, die haben gesagt, ich soll den beitreten und dann haben mich abgelehnt. Und es hat funktioniert, weil ich dachte, wenn ich beitrete, bin ich doch tot. Achso, nee, hier muss ich den roten Schlüssel einsetzen, okay. Der rote Schlüssel hat gepasst. Hier ist eine Notiz auf dem Boden, du kannst es nicht lesen. Drain, dropped it. Achso, okay. Hatten wir. Im Abschlussrohr hat man den Schlüssel fallen lassen. Und das Monster hat es wahrscheinlich rausgeholt. Boah, das ist voll cool. Ah, okay, gut, jetzt ist es okay. Und jetzt können wir hier rein. Was steht hier? Entry Nummer 12. Nichts ist passiert. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich werde einfach mal weitermachen. Ich will, dass es funktioniert. Nummer 13. Eine der Leichen hat ihre Augen geöffnet. Was ist krank? Es ist empty dark football. Was ist das hier? Betten? Warum ist hier die Decke nicht dran? A comfortable bed lie on it. Ja, das klingt nicht nach einer guten Idee. Oh oh. Oh oh. Das ist echt nicht gut. Oh. Süß. Okay, was ist passiert? Nummer 14. Jeder, der hier runtergefallen ist, ist aufgewacht. Sie laufen alle rum und reden, als wäre nichts falsch. Ich dachte, sie wären schon tot. Nummer 15. Scheint, als wär die Wissenschaft in einer Sackgasse. Aber wenigstens hatten wir ein glückliches Ende. Ich habe die Seelen zurück zu Asgore geschickt. Und die
und den Körper zurück zum Garten. Und ich habe all die Familien angerufen und habe ihnen gesagt, dass alle leben. Ich werde alle zurück, alle morgen zurückschicken. Hier ist ein Schalter an der Wand. Okay. Oh. Müssen wir wohl gegen vier dieser Dinger kämpfen, oder was? Hallo, drück den Schalter! Hallo! Oh. Oh, ignorieren. Du versuchst wegzugucken, aber es scheint überall zu erscheinen, wo du hinguckst. Play? Er will nicht. Soll ich. Oh, ey, es fällt sogar. Es liegt sogar aus dem Feld raus. Becken. Du rufst ihn einmal, Geld. Okay, es kommt. Irgendwas hat es auf jeden Fall gemacht. Das ist auf jeden Fall widerlich, das Vieh. Pet? Du streichelst es. Okay. Es freut sich und dann kommt es runter. Okay, es ist kurz ruhig. Auf einmal wacht es wieder auf und springt an den Wänden herum. Oh! Au. Play. Du wirfst eine Waffe in die Ecke des Raumes. Der Amage bringt es zurück. Du wiederholst das ein paar Mal. Jetzt ist der Amage ziemlich müde. So, ich muss ihn wahrscheinlich wieder streicheln. Oh. Es ist ziemlich glücklich. Oh, das Ding wird jedes Mal schneller, wenn ich es streichle. Hä? Okay. Was zum Teufel ist dieses Labor? Nein, 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 nein. Bewege mich nicht so langsam. Was zum... Oh. Du summst und es fängt an zu wackeln, der Körper. Au.
Oh, ich hasse diese Attacke. Oh, scheint sich an was zu erinnern. Ah, Mann, man hat nicht so lange Zeit. Ah, ich hätte die ganze Zeit sperren können. Extraction Machine. Sein Kühlschrank, er ist leer. Aber erstmal lese ich das hier mal. Nummer 19. Die Familien rufen mich die ganze Zeit, um zu fragen, wann alle nach Hause kommen. Was soll ich sagen? Ich beantworte nicht mal mehr das Telefon. Ich werde erstmal kurz speichern. Das ist das, was ich tun werde. Wenn ich nämlich jetzt sterbe, muss ich zwei Bosskämpfe noch zwei Kämpfe machen. Das will ich ungern. Waren wir hier eigentlich schon? Nein, waren wir noch nicht. Nummer 7. Wir brauchen einen Körper, das die Monsterseelen behält, wenn die Zeit kommt. Ein Monster kann schließlich nicht die Seelen eines anderen Monsters absorbieren. Genauso wie ein Mensch keine menschliche Seele absorbieren kann. Also, was ist mit etwas, das weder Mensch noch Monster ist? Nummer 10. Experimente an den Körpern waren ein Fehler. Es scheint kein Unterschied von einer kontrollierten, von Control Cases zu sein, was auch immer. Die sind sowieso damit zu schwer zu arbeiten. Die Samen bleiben einfach nur an dir und lassen dich nicht gehen. Hä? Oh! Boah, ist das stark. Du betest. Er komm, erinnert sich an sein Bewusstsein. Das war mies brutal. Du summst, aber niemand hat's gehört. Du hast etwas Mysteriöses gemacht. Komma erkennt, dass er mehr von dieser Welt zu lernen hat. Was ist das denn? Du wäschst deine Hände, nichts ist passiert. Oh, die Attacke ist scheiße. Oh, er scheint sich an was zu erinnern, weil ich ihn geärgert habe. Ja, toll. Das ist nicht gut. Okay. Diese Notiz. Kalt. Das ist alles, was du lesen konntest. Kalt.
Goldene Blumen. Gelb haben wir auch nicht. Hier ist eine Notiz. Unter Decke. Okay, warte, ich habe dann sogar die Idee, wo das ist. Hier ist ein VHS-Spieler mit ein paar Tapes. Sie, da steht. Ist wahrscheinlich. Mit Tape 1. Psst. Mach auf! Was ist denn, Liebling? Und. Warum hast du diese Videokamera da? Ich will eine Reaktion filmen. Liebling, was ist mein Lieblingsgemüse? Karotten, nicht wahr? Nein, mein Lieblingsgemüse ist Edamame. Verstehst du's? Geh wieder ins Bett. Nein, nicht jetzt. Nun, wenn ich ein Hund wäre, was für eine Art Hund wäre ich? Ich weiß es nicht. Liebling, was für ein Hund du wärst. Ich wäre ein Marmorane. Du freust dich aber, dass du dieses Kind hast. Weißt du, wenn du weiterhin solche Witze machst, dann wird eines Tages könntest du ein beliebter Marmidian sein. Nun, ich gehe ins Bett. Ey, komm schon, Tori. Der war lustig. Ich weiß. Ich zieh dich doch nur auf. Gute Nacht. Gute Nacht. Oh, Liebling. Vielleicht ist es hier drin zu dunkel. Okay, Kara. Bist du bereit? Mach dein gruseliges Gesicht. Ah. Oh, warte. Ich hatte die Linse auf. Warte, was? Du wirst es nicht nochmal machen? Ach komm schon. Leg mich nicht rein. So heißen wir. Aber gut, deswegen vielleicht auch der True Name. Hey Kara, lächle für die Kamera. Oder steht da der Name dran, den man gewählt hat einfach? Ha, diesmal habe ich dich. Ich hab den Deckel mit Absicht dran gelassen. Und jetzt lachst du. Aus keinem Grund. Ohne Grund. Was? Oh ja, ich erinnere mich. Als wir versuchten, Butterscotch Pie für Dad zu machen, nicht wahr? Das Rezept verlangte zweimal Butter. Aber wir haben auf Versehen die Buttercups reingetan. Ja, dadurch wurde dann krank. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Wir haben Mama richtig sauer gemacht. Ich hätte lachen sollen, wie du. Wie dem auch sei. Was soll das? Hä? Die Kamera ausmachen? Okay. Steht da dann der Name drinne, den man gewählt hat? Weil an sich wird es dann schon Sinn machen, dass man den Namen Kara wählt. Wegen der Story von Undertale. Ich mag die Idee nicht, Kara. Was? Nein, ich bin nicht... Große Kinder weinen nicht. Ja, du hast recht. Nein, ich habe dich nie bezweifelt. Ich habe nie an dir gezweifelt, Kara. Niemals. Ja, wir werden stark sein. Wir werden alle befreien. Ich werde die Blumen holen. Und Kara war ja wohl das menschliche Kind dann. Oder mit dem, der da gerade redet. Kara, kannst du mich hören? Wir wollen, dass du aufwachst. Kara, du musst entschlossen bleiben. Du kannst nicht aufgeben. Das sagt die Stimme immer, wenn wir Game Over gehen. Also Asgore, Kara, you gotta stay determined. Dann macht es sogar richtig Sinn. Oh mein Gott. Du kannst jetzt nicht aufgeben. Du bist die Zukunft der Menschen und der Monster. Psst, Kara, bitte, wach auf. Ich mag diesen Plan nicht mehr. Nein.
Ich hab gesagt, dass ich niemals an dir zweifle. Sechs, richtig? Wir müssen noch nur sechs holen. Und dann, wir werden es zusammentun, nicht wahr? Okay, gut, Leute. Obwohl, warte, hier steht noch mal was. Eintrag Nummer 4. Ich habe Wissenschaft an Menschen betrieben, um zu sehen, ob ich Informationen an ihren Seelen herausfinden konnte. Und im Endeffekt habe ich im Schloss rumgeschnüffelt und habe diese seltsamen Tapes gefunden. Ich glaube nicht, dass Asko sie angeschaut hat. Ich denke nicht, dass er das sollte. Gut, Leute, wir sehen uns im nächsten Mal weiter bei Undertale und ciao.